Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Flower Sky. Im letzten Part haben wir uns erfolgreich Emediti, das sich Fax You, wie man das auch so nennen kann, gefangen. Und ich werde es auf jeden Fall durchtrainieren. Ich habe auch keine Ahnung, was mich für ein Typ erwarten wird hier. Und ich habe hier auch an letzter Stelle gespeichert. Ich würde vorschlagen, wir machen hier gleich sofort weiter und Emediti wird auf jeden Fall trainiert. The ability to attack before the opponent just that alone puts me at a great advantage, don't you agree? Da hat, glaub, die Grammatik im Englischen nicht ganz gestimmt, wenn ich das richtig gelesen habe. Okay, ich sehe schon einen Normaltyp. Das wäre natürlich perfekt, aber es kann keine Kampfattacken. X-Speed. Okay, ich habe ja bereits wie mein Bulletin angefordert, beziehungsweise schon vermittelt, dass ich eventuell noch ein The Legend of Zelda Ocarina of Time Let's Play starten werde. Der erste Teil lief bisher sehr gut. Ich habe den bereits schon gerendert und wird gegen abends hochgeladen, weil die Uploadzeit enorm ist. Also ich glaube, das beträgt ungefähr 1,5 Stunden und ich, weder mein Bruder noch ich, wollen ein langsames Internet während dieser Zeit. Dann wird es wahrscheinlich gegen abends hochgeladen und praktisch als Ersatz oder beziehungsweise als eine Art Ablenkung wird. Oh mein Gott. Jetzt wird es gefährlich. Als eine Art Ablenkung wird hier stattdessen diese Teil aus. Bitte. Nein! Ja gut, jetzt bin ich gerade total aus dem Konzept rausgekommen, weil jetzt mein Lieblingsviech gestorben ist. Ja, mein Glural Knatterhorse, bla bla blub blub. Oder Rehorn? Nein! Ich hasse Anziehung gegen diese Attacke, kann man nichts mehr machen. Da hilft nichts mehr. Schockwelle, komm schon, treff, komm schon. Nein. What the fuck? Okay, das gibt Rache. Jetzt hast du den Bogen überspannt, du scheiß Pikachu-Chiller. Das reicht jetzt. Du hast jetzt zwei meiner Lieblings-Pokémon getötet. Das werde ich jetzt nicht mehr dulden. Auf gar keinen Fall. Metallklaue. Schlampe. Leute, man sieht sie wieder an Ort und Stelle. Ich muss sofort ins Pokémon-Center rennen. Das gibt's doch nicht. Und wieder zurück. Meine Pokémon sind wieder geheilt und wir versuchen es bei Gegner Nummer 2. Pleased to meet you, my hobby is Pokémon Training. Stell dir vor, ich trainiere auch meine Pokémon. Jetzt ist es dieses Mal ein Pandior. Ist es ein Psycho oder ein Normal? Ist es Es ist Taumeltanz, natürlich. Oh Mann. Fuck you! Verdammt! Oh. Ey, ich schwör's, wenn du jetzt stirbst, leider Horst, dann. Oh nein. Jetzt machen wir kurz einen Prozess. Shockwave. Schlampe. Herrgott, nochmal! Na, und was ist wieder mal mein Text in diesem Let's Play? Man sieht sich gleich, wenn meine Pokémon wieder geheilt sind. Da habe ich mal einen super Start hingelegt, ne? Es sind 4 Minuten. Es sind 4 verdammte Minuten, wo ich gerade nur am Failen bin. Und jetzt gibt's einen Doppelkampf. Ich schwör's bei Gott, wenn ich jetzt nicht gegen diese zwei gewinne, dann. Just when you think you're going to win, your opponent restores HP. Can you just imagine how awful that must feel? I'll show you exactly how awful it feels. I'll show you how it is for Pokémon to take critical hit. Ja gut, wenn du nicht anstecken willst, dann kannst du auch. Das gibt es doch nicht. Das erste, was wir auf jeden Fall machen werden, ist Staravia hier ausschalten. Und zwar mit Shockwave. Verdammte Scheiße!
nur los heute? Oh nein! Mach mich nicht aggressiv, mach mich nicht aggressiv. Okay, das hast du eigentlich schon geschafft, aber mach mich nicht aggressiv. Ja, stirb, Mann. Es sind 5 Minuten. Es sind 5 verdammte Minuten, wo ich jetzt bereits... Wo bereits... Verdammt nochmal mein Medi, die das Training braucht, verreckt die ganze Zeit. Das gibt's doch nicht. Nein, 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 nein. Das Spiel zerrt an meinen Nerven, an meiner Geduld, an meinen Stolz. Herrgott. Ja, Magnificent Battle, ja. Wieder ein Cut. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Dieses Let's Play wird so fail. Herrgott, noch ein. Wir sind hier wieder zurück. Und das ist ein Rätselspiel. Ich sehe es schon. Noch nicht. Machen wir einfach mal alle an irgendwie. Oder? Okay. Immer noch nicht. Tören wir den auch mal an. Und nein, immer noch nicht. Ich hasse solche Rätsel. Machen wir den einfach mal aus. Und ja, wir haben es geschafft. Shadow, I had a feeling that you would come. I would never refuse to challenge from you. You do understand it, don't you? Now, let's battle! Und ich hoffe mit ein bisschen mehr Erfolg. Oh, und das ist eindeutig ein bisschen neu gepixelt. Die Outlines sind hier ein bisschen zu extrem, meiner Meinung nach. Aber gut, lassen wir das mal auf sich beruhen. Wir versuchen es mit Geduld. Wenn es so lange überlebt. Das Spiel macht mich so aggressiv gerade. Gott, Gott! Ja gut, schön weiter draufhauen. Genau, das kriegst du jetzt alles zurück. Und jetzt will ich einen super Gegenangriff sehen. Feint Attack, Feint Attack. Ja, aber gut, der Angriff ist jetzt wesentlich schwächer. Da waren jetzt die normalen Gegnerinnen brutaler irgendwie. Man sieht ja die letzten 4 Minuten. Wieso war mir das klar, dass jetzt dieses blöde Viech geheilt wird? Wieso war mir das so klar? Return. Rückkehr, Rückkehr. Okay, okay. Ich weiß nicht, wie die Freundschaft da ist. Ich glaube, die ist nochmal auf Basis. Und ja, da ist der Angriff eigentlich relativ normal. Und ich denke, dieses Mal wird sogar mein Fuck Yeah mal ausnahmsweise gewinnen. Gegen einen Arena-Leiter und gegen die anderen 3 Normalkämpferinnen hat es natürlich eiskalt verloren. Alles klar. Ja, natürlich ist es wieder tot. Wieso war mir das klar? Und noch Critical Hit, natürlich. Alles klar. Wir werden sofort mit Rutsuki draufhauen, dann ist es mit einem Schlag nochmal kaputt. Ja, Critical Hit, vielen Dank, Spiel. Und jetzt dankt es mir mit einem Level Up. Wer sagt's denn mal? Endlich mal gute Karten, würde ich sagen. Der Caddy? What the fuck? Die Schlampe hat ein Shiny! Labonet! Okay, das müssen wir so schnell wie möglich beenden. Das Gute ist, Eneko ist das schwächste vollentwickelte Pokémon. Double Team nützt nichts. Shockwave hat eine 100%ige Wahrscheinlichkeit zu treffen. Shockwave. Mit diesem Combo werde ich jetzt
ihren letztes Pokémon ausradieren. Oh, hoffentlich hat sie jetzt so lieb. Nein, du hast deinen Trainer nicht lieb. Oh ja. Einmal normal Shockwave und dann nochmal mit Charge aufladen und dann noch einmal draufhauen und dann ist ihr mächtigstes Pokémon tot. Und es ist paralysiert. Perfekt! Eine Citrobeere. Mittelfinger-Moment. Ja klar, Gesang 30% gerade zu treffen und es trifft natürlich. Du mich auch. Aber gut, ich kann dagegen super parieren und zwar mit einem Vor hier. Ja gut, ich kann genauso schieben wie du. Ja, Return, so lieb hatte ich deinen Trainer nämlich doch nicht wieder, hä? Jetzt müssen wir auf Charge stehen und wenn Charge erfolgreich getroffen hat und mein Nadelhorst nicht schläft, dann ist es jetzt normal besiegt. Es ist paralysiert und was heißt das? Ich habe gewonnen. Danke Leute, danke, dass ich so eine gute Chance habe, aber gegen ihr Normaltrainer nicht. Yeah, Daumen hoch für mich. Chansey? Nein. Warte mal, nein. Ich habe eine gute Idee. Ich habe eine sehr gute Idee sogar. Nachmacher. Wir machen jetzt erstmal Shockwave. Das ist jetzt eh schon aufgeladen. Aber die nächste Taktik wird sein, dass wir direkt auf Angriff gehen. Denn da ist es am schwächsten. Ja gut, das ist jetzt nicht schlimm. Keine Dramatik. Auf der Titanic. wir werden mit Schwertanz drauf gehen. Wir werden ein bisschen boosten. Wir haben so lange Zeit. Und noch einmal Sword Dance und dann... Ja, du, das interessiert mich nicht. Jetzt mit Metal Claw, Step Bonus 50%, dreimal Sword Dance und dann noch eine Prozentzahl. Es hat im Schnitt, glaub, Basis 30 Verteidigung. Also es ist verdammt gering und Penguin hat's geschafft. Danke, mein Schatz, mein Baby. Yeah! You're a great trainer. Okay, you've got me. Take this gym, bitch. Danke Leute, danke mein Team, danke ihr Zuschauer, dass ihr mit mir mitgefiebert habt. Und ich kann es nur mit Flash benutzen. Und ich habe TM45. Und jetzt darf ich raten, es ist Return, oder? Return. Ach, weißt du was? Fick dich ins Knie. Anziehung, das braucht doch keine Sau. 50-50 Chance, dass die jeden Nutzen hat, aber okay. Wir werden jetzt auf jeden Fall die Arena-Leiterin jetzt, beziehungsweise das, die Gym erfolgreich verlassen. Und ich denke, ich mache hier schon einen Cut. Was als nächstes passiert, da lasse ich mich mal überraschen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht unterbrochen irgendwie. Ich gehe mich jetzt kurz heilen und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von... Pokémon Flora Sky mit ein bisschen mehr Glück, weil fuck yeah wurde mal total gefuckt yeahed. Schande über dich, Schande. Geht mal gar nicht. Also dann, man sieht sich im nächsten Part. Ciao.